habt zu einem neuen Stream von 7 Days to Die und natürlich auch Hallo auf YouTube. Es geht weiter hier in der Apokalypse. Wir haben gerade in der letzten Folge noch die Horde besiegt, ne? Jetzt ist ein Tag danach und wir haben gemerkt, dass wir echt heftige Nachteile an unserer Basis hier haben. Das ist uns aufgefallen, weil die Zombies haben sich da einfach durchgebuddelt, haben die Steine weggekloppt und dann waren sie schon drinnen. Gut, wie geht's uns denn so? Können wir mal was trinken? Wir haben auf jeden Fall noch genug Munition, die müssten wir dann vielleicht mal rausschmeißen. Und wir sollten vielleicht noch ein bisschen Beton machen, ne? Also Beton wäre jetzt echt wichtig. Hier kriegen wir noch ein bisschen Zement raus. Gut, und das läuft um 9 Minuten. Ja, gut, wunderbar. Und hier läuft auch noch Zement. Das können wir dann auch nochmal raushauen. Und dann machen wir unten gleich nochmal ein bisschen Beton. Huch, wo geht's raus hier? War schon lange nicht mehr hier. Eine Woche. Was brauchten wir? Sand und Lehm oder was brauchten wir dafür? Sand und Steine. Und die Steine haben wir oben alle reingeschmissen. Kann das sein? Ich komme mit meinen Kisten schon wieder nicht klar. Merkt man es? Nee, wa? Na, ein paar Steine haben wir noch. Gut, wir sollten vielleicht noch ein paar Steinchen besorgen. So, dann könnten wir das hier erstmal reinschmeißen, würde ich sagen. Ach, guck mal, hier haben wir auch noch ganz viel Beton. Das packen wir dann hier nochmal zu. So, und dann werde ich mal ein bisschen Munition los, damit wir überhaupt wieder Platz haben, wa? Aber unsere Kisten sind ja jetzt oben. Dann gehen wir nochmal kurz hoch. Hätte ich eigentlich nochmal vor der Aufnahme machen können. Egal. So seid ihr dabei. Und seht genau, dass hier nichts geschnitten oder gekürzt ist. Ich spiele wirklich so scheiße. So, ups. So, das haben wir. Die brauchen wir jetzt auch nicht bei haben. Zweite Kugel kann da rein. Hier haben wir immer noch Shotgun-Munition. Kann auch weg. Und die kann auch erstmal weg. So gut waren die nicht. So, bei der Horde haben wir unsere Waffe ganz schön benutzt. Also müssen wir die vielleicht auch nochmal reparieren. Und den Schrott packen wir unten noch rein, wa? Und dann haben wir das eigentlich. Ach, ich komme hier immer nie runter. Mittlerweile ist auch schon das nächste Update raus. Ich weiß nicht, ob das wirklich kompatibel gerade ist mit dem, was ich hier brachte, weil es wurde gelb angezeigt. Aber wir werden sehen, wa? Hier haben wir Kleber hergestellt. Nein, wir produzieren immer noch Kleber und haben da kein Holz drin. Wo ist denn das Holz geblieben? 8 Minuten. Hey, nicht daneben schmeißen. So. Nein, nimm mal das Holz wieder auf. Haben wir hier noch was? Nee, 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 das haben wir. Okay. Gut. Ja, und wir hatten ja bei der Horde auch echt Glück gehabt. Komm dann hier runter. Das war die Steine hatten, weil wir mussten das ja hier alles wieder aufbauen, wa? Oh, wir müssen das unbedingt wieder reparieren. Sieht ja auch schon ganz schön angechillt hier aus. Also die Horde hat schon echt massiv was kaputt gemacht. Ich dachte, der Beton hält ein bisschen mehr. Aber okay. Ist das schon mal gut. Und ich sehe gerade, wenn der Beton kaputt ist, haben wir wieder die Steine, wa? Also es sind nochmal doppelte und dreifache Absicherung. Ach, wir haben so einen richtigen Tunnel gebaut. Okay, cool. So, wir wollten noch irgendwas loswerden. Die Steine können wir noch loswerden. Und dann werden wir mal gucken, was uns in den Folgen jetzt hier erwartet, wa? So, die Steine können nochmal weg. Die Bretter brauchen wir eigentlich auch nicht erstmal, oder? Ich will mal nicht immer so viel mitnehmen, weil Shotgun, toll. Die kommt natürlich oben rein. So, das nehmen wir mal mit. Wollen wir mit dem Bohrer mal kurz vielleicht ein paar Steine holen? Wo habe ich die Reparaturkits drin? Ah, das liegt immer wieder vergesse hier. So. Nee, nein, nee, nicht zerlegen. Ah, oh, bitte nicht. Oh. Ich hätte mich richtig geärgert gerade. Reparieren. Warum fragt er denn nicht nochmal nach? Ob man das wirklich zerlegen will. Mann. Wahrscheinlich würde es nerven. Egal. Aber dann kann sowas nicht passieren. Und den Kram müssen wir ja sowieso nochmal ein bisschen stabiler machen. Auch, dass sie hier dann nicht gleich wieder rauskommen und so, ne? Aber da kriegen wir noch alles hin. So, irgendwo hat man hier ein Löchlein. Genau. Und da holen wir uns jetzt mal ein paar Steinchen noch raus.
Warum hat da keiner drauf geachtet? Das läuft ja schon mal super hier. Der Anfang ist super. Hab mir auch gerade Hertha gegen Frankfurt angeguckt. 2-2 gespielt. 2-0 hat Hertha geführt. Ich bin sowieso ein bisschen ärgerlich. Heute läuft ja nichts. Mal sehen, was mir hier noch passiert. Außer, dass ich den Sprit vergesse. So, einmal Sprit bitte. Das müsste ja reichen. So viele Steine will ich jetzt auch nicht holen. Will nur erstmal, dass wir genug Beton haben. Da unten müssen wir das auf jeden Fall alles auskleiden. Wir brauchen den Stahl, aber wir haben ja immer noch nicht diesen komischen Trog da. Den brauchen wir ja auch noch, um Stahl herzustellen. Müssen wir uns auch unbedingt noch besorgen. So, einmal nachtanken bitte. Oh, der Stream läuft gut, ja. Muss man ja immer mal gucken, ne? Nicht, dass der plötzlich hier sonst was macht. Das kann ja hier ganz schnell mal passieren, dass das nicht läuft. Ich freue mich ja schon, ab 1.1. ist hier neues Internet und ich hoffe, das ist wesentlich besser als Pure. Danke, Handy. Weil mit Pure hatte ich in den letzten Jahren nur Ärger. Und ich bin froh, dass ich da endlich weg bin. Zwar nicht ganz freiwillig, weil hier kriegt man nur einen Anbieter. Ich habe keine freie Wahl. Aber ich hoffe, es wird besser. Weil im Moment ist das echt eine Katastrophe. Wie schnell Internet plötzlich weg ist, wieder an ist und wie oft ich die Box neu starten muss, weil wieder überhaupt keine Leistung ankommt. Also ganz schlimm, ganz schlimm. Das ist immer ärgerlich, wenn das mit einem Stream passiert, ne? Ich glaube, einmal hatten wir das, dass plötzlich der Stream nicht mehr ging. So, irgendjemand habe ich draußen kreischen gehört. Ich hoffe, die kommen jetzt nicht hier runter. Aber ich glaube, wir haben auch jetzt erstmal wieder genug Steine. So. Wir holen zwei, drei Steine mehr als ein zu wenig, ne? Naja, da draußen ist jemand. Oder hier drin ist schon jemand. Aber jetzt bitte nicht hier rinkommen, ey. Draußen könnt ihr kommen, aber nicht hier drinnen. So, jemand da? Der hat voll umsonst geschrien. Na toll. Wie viele Steine haben wir denn? 2800. Das sollte erstmal reichen, um Beton anzurühren, wa? Ich mach mal zu. Sicher, sicher. So, was brauchten wir? Noch Sand und Zement haben wir ja hinten, wa? Dann gucken wir mal. Na gut, so viel Zement hatten wir jetzt auch nicht mehr hier. Es wird. Vielleicht ist er. Upala. Mann, ich bewege mich mal zu schnell. Vielleicht haben wir ja oben schon mal ein bisschen Zement wieder durch. Ja. Dann rühren wir das gleich an, wa? Ich sag mal, was man hat, hat man. So. Haben wir auf jeden Fall hier noch Steinchen, noch ein bisschen Sand. So, das lassen wir alle da, wa? Dann können wir Geld hier reinschmeißen, das brauchen wir noch nicht mit haben. Den Bohrer schmeiße ich auch mal hier rein, dass ich weiß, wo er ist. Benzin schmeiße ich auch jetzt hier rein. Und den Sand hier. So. Jetzt können wir mal ein bisschen gucken, was wir machen, wa? Beton haben wir. Zumindest läuft das alles durch. Haben wir im Moped noch genug Sprit? Nicht, dass ich den vorhin rausgenommen habe. Oder beim letzten Mal eher gesagt, nicht vorhin. Reicht. Ich würde mal sagen, wir fahren irgendwo hin, wo wir noch nicht waren, wa? Das war hier der zerstörte Streifen, wa? Mann, wisst ihr noch die ganzen Minen, die da gelegen haben? Alter Falter. Ich würde sagen, wir fahren mal. Wir waren hier hinten in der Stadt auch noch nicht. Okay. Fahren wir da mal hin, wa? Dass wir wenigstens unsere Stadt kennen hier. Vielleicht gibt es da ja noch was richtig Cooles. Ach so, und wir wollten ja auch mal die Ausrufezeichen machen, wa? Ist hier eins in der Nähe? Da wäre eins, da wäre eins. Und hier hinten wäre noch. Wir fahren erstmal die Stadt lang. Vielleicht kriegen wir ein schönes Haus, was wir looten können.
Oh, geben wir mal ein bisschen Gas. Und wir müssen sehen, dass wir vielleicht mal das Auto gebaut kriegen. Wir können es, glaube ich, schon, aber wir brauchen immer noch den Kübel für den Stahlguss, ne? Irgendwas hat uns gefehlt, was wir noch nicht bauen konnten. Die Frage ist nur, wo kriegen wir diesen Rührbottich her? Das ist mal eine Frage. So, hier waren wir ja schon des Öfteren. In das Haus müssten wir auch mal rein. Das sieht auch interessant aus. Vielleicht machen wir das gleich auf dem Rückweg. So, die Punkte lasse ich mir natürlich nicht entgehen hier, wa? Oh, gab noch keine Punkte, also lebst du noch? Was? So. Wir müssen ja ein bisschen leveln, ne? Kann ja auch mal gucken, ob wir schon wieder hochskillen können, das weiß ich gar nicht. Peng! Oh, bleib liegen. Oh, da hinten ist noch jemand. Ach, daneben kann er nicht sein. Oh, warte. Treffer. Ah, zu früh. Das war nicht ausgewogen gezielt. So, warte, jetzt. Jetzt geht er da lang. Oh, die Punkte sind meins. Hey, hier sind noch eine Menge Häuser, wo wir nicht drin waren, ne? Eine Farm. Gibt's hier Hunde? Okay, ob ich die aufmache oder nicht. Passiert auf jeden Fall nichts. Okay. Da müssen wir aber mal drinnen gucken. Kann man das aufmachen? Nee, schade. So ein großes Tor wäre auch interessant. Ach, und hier war auch das Maisfeld, ne? Konnten wir die jetzt pflücken? Oder muss ich die so abpflücken? So muss ich sie pflücken. Okay. Und hier könnten wir vielleicht sogar was anpflanzen, wa? Problem ist nur, dass unsere Basis ziemlich weit weg ist. Also relativ weit. Ich glaube, keiner ging nicht. Kommt doch raus. Hallo. Na, mein Guter. Wo kommt das Geräusch her? Auf jeden Fall klopft jetzt da hinten mal jemand. Ist ja auch mal schön. Ah, der stirbt immer noch am schönsten. Was? Wo? Wie? Na, wo bist du denn, du komische Kreischhexe da? Ach, da hängst du mal wieder fest. So, das Schönste ist doch, wenn die sich festbacken, oder? Oh, gibt's hier was? Nö, war nur der drin, wa? Draußen ist irgendwas. Oder war das jetzt nur so toll? Nein, da kloppt da jemand. Dass man da nicht durchschießen kann, ja? Kann ich nicht verstehen. So, da ist nichts. Was haben wir hier? Hier haben wir Schweinestelle. Der macht ja nichts, wa? Solange ich nicht anschieße, ist alles take it easy, wa? So, da ist eine Strinne. Wir könnten natürlich das Schweinchen mitnehmen, ne? Mann, wie oft kann ich denn die jetzt bauen, ey? Muss ich ja schon auswendig bauen können. Okay, hier wäre das Material für das Ding auch gleich drin. Ein Dietrich. Ich habe gesehen, einige nehmen die Dietriche gar nicht mit, die hauen lieber auf. Ich finde das mit den Dietrichen eigentlich ganz cool. Ich
So. Noch jemand? Also da ist jemand runtergefallen, das habe ich gesehen. Nein. Ich wollte darauf springen, ging nicht. Gut, dass ich mir gleich wieder ein Bein gebrochen habe. Na, hoch hier. Muss ich hier aufspringen, wa? Jo. Wegen ein paar Schüchen mache ich das, ja. Wegen ein paar Schuhen mache ich hier so eine Akrobatik. So, der Boden bricht natürlich hier komplett ein, wa? Da geht auch eine Leiter hoch, okay. Mann, du komisches Vieh, ey. Ich hasse doch alles, wa? Oh, der scheint tot zu sein. Sie ist runtergefallen, ne? Ja. Wo ist er? Wo ist er denn? Eine Treppe? Was macht die da unten? Die macht man nervös. So, komme ich hier rüber? Ja. Sehen tue ich sie nicht. Nur hören. Die ist am Meckern. Ah, hier bricht auch alles durch. Okay. Da drüben ist noch ein Geheimversteck. Und da so rüber. Oh Gott, das ist wieder gefährlich hier. Da, guck mal, da ist er. So, jetzt ist er kopflos. Aha. Ah, noch ein Cowboy. Tanze für mich. Danke. So, sterbe ich jetzt? Ja. Ich habe natürlich wieder nichts bei, um das zu heilen, ne? Alles wegen dir. Du hättest mich fangen können. Mistvieh. Oh Gott. Ich bin ja ziemlich schnell jetzt gerade wieder. Und so eine Bandage, die braucht wieder sonst was. War eine Klebeband und... Warte nicht alle, ne? Ach, das ist so ärgerlich, Kasselbeinbruch. Und ich wusste genau, dass ich da sterben werde. Dass ich runterfallen werde. Ah ja, Federn. Toll. Wir gucken mal, ob wir irgendwas finden, um uns zu verbinden, wa? Ist ja gerade 12 Uhr, da müssten wir ja noch genug Zeit haben. Kleber. Wir kleben das einfach zusammen und dann ist gut. Naja. Geht natürlich die Stamina auch tierisch schnell runter, ne? Was brauchen wir denn dafür? Ein bisschen Holz haben wir nicht. Lappen haben wir nicht und Klebeband haben wir nicht. Läuft bei uns. Oh, Holz haben wir schon mal. Jetzt brauchen wir nur Lappen und Klebeband. Wahrscheinlich werden wir kein Klebeband finden. Wenn du ihn's brauchst, findest du ihn's. Ich sehe ganz genau. Ich sollte vielleicht wegen gebrochenem Bein direkt reagieren, weil die könnten rennen. Oh, das ist sehr gut. Hui, da fliegt sie. Antibiotika. Jetzt wäre ja cool gewesen, wenn eine Schiene drin gewesen wäre, ne? Und was ist hier los? Hier boxen sie gegen? Ich habe keine Stamina mehr. Boah, jetzt habe ich mich vor dem Pfeiler da erschrocken. Da geht aber mehr kaputt, oder?
Da kommt dann einer von hinten an. Hab ich so das Gefühl. Ja, guck mal, da kloppen sie nämlich auch gegen. Lassen wir so kurz mal kloppen. Da oben dauert aber ein Weilchen. Nee. So, der ist tot, wa? Und dann können wir jetzt hier unten rein. Außer da oben kommt noch jemand runtergerannt. Und noch jemand hier? Nein. Oder? Lieber erstmal sicher gehen. Blei. Kaffee. Super. Ein Röhrchen. Hilft uns alles sehr viel. Ein Lederponcho. Bin fasziniert. Hup, uai. So, wie kommen wir denn jetzt da hoch mit unseren gebrochenen Beinen? Haben wir denn eine Möglichkeit hier? Hier sieht es ganz gut aus, wa? Weil der hat uns ja da oben schon mal die Tür aufgemacht. Dann können wir auch mal hingehen, ne? Mal gucken, ob hier noch jemand ist. Oh, das ist mir jetzt aber fast zu langsam. Papier. Warte mal, gibt es da wenigstens Stoff raus? Hm, habe ich eine Axt bei? Warum haben wir keine Axt bei? So, dann haben wir auch schon mal Lappen. Jetzt fehlt uns echt noch ein Klebebändchen. Vielleicht haben wir Glück. Vielleicht haben wir Glück. Und finden eins. Obwohl, warte mal, wir haben Kleber bei, wa? Ich will mich mal kurz sicher hinstellen hier irgendwo. Steht hier sicher? Ist hier kein Zombie? Nee. Können wir vielleicht Klebeband selber bauen? Aber wahrscheinlich dann nicht hier, wa? Doch, guck mal hier. 2-1, fertigen. Und dann können wir doch das auch machen. Na, das läuft doch hier. Wir brauchen doch kein Klebeband suchen. Wahrscheinlich finden wir jetzt 25 Stück oder so. So, guck mal. Bean ist verheilt hier. Ein Sweatshirt brauchen wir überhaupt nicht. Dich können wir schon mal zu Blei zerlegen und dich zu Eisen. Und dann können wir auch schon weiter, wa? Den Stein. Danke. Wir brauchten zwar ein bisschen Stein, aber jetzt den brauchen wir nicht mitnehmen, oder? Den kriegen wir schnell wieder, oder? Ich glaub schon. Oh, gibt's hier was? Aber überhaupt nichts. Dahinter? Nein. Ein Deckelchen. Okay, das war ja ein Satz mit X. Hatte ich jetzt hier eigentlich reingeguckt? Nee. Hätte ich auch nicht machen brauchen. Merke ich gerade. So, mal gucken. Es geht weiter hoch. Wir haben wieder ein bisschen mehr Geschwindigkeit drauf. Das gefällt mir sehr gut. Ein Tresor. Papierchen, da ist nichts drin. Okay. Aber Tresor, den können wir mal kurz knacken, wa? Na, zwischenzeitlich kann ich mal einen Kaffee trinken. Ah, toll. Toll, toll, toll. Probieren wir es halt weiter, ne? Kostet ja nichts. Jetzt habe ich eine Taste abgerissen. Ach, ich sag ja, heute ist kein Tag für mich. Ups. Moment, ich muss nur Tastatur reparieren. Was nicht will. Gehst du darauf? So. Okay. Weiter knacken. Nee, am besten heute gleich frühs wieder ins Bett und fertig. Tag, Feierabend. Mann, Alter, was ist da drin, dass wir den nicht geknackt kriegen? Ist doch aber langsam gut hier. Ich sah den auch gleich. Na, sag mal. Zitter ich heute? Jetzt aber. Guck mal jetzt hier. Ja, ja. Hallo. Okay, das hat sich gelohnt. Das hat sich gelohnt. War ja nun nicht verkehrt. Na komm, nehmen wir mit. Wir brauchen die Teile irgendwann bestimmt mal.
Wenn er hier so einsam steht, kann man auch gleich mitnehmen, oder? Meine Maus ist schon wieder viel zu schnell. So? Noch eben weniger? Ja, so ist besser. Jetzt stört mich, wenn die Maus zu schnell ist. Wie Pulsar schon letztens meinte, man wird alt. Boah. Wir sind da drin, ne? Ah, einige. Ups, Entschuldigung, ich wollte die Tür treffen. Halt doch den Kopf da nicht raus. Oh, da sind aber mindestens drei, wa? Viere. Ja, eine AK kann man schon benutzen. Noch ein Tresor. Okay. Springt mir hier ein Gleiwart auf den Kopf? Frage ist nur, kriegen wir den geknackt oder ist es besser, den auch wieder aufzuhauen? Weil das eben hat es ziemlich lange gedauert. Ich glaube, da hätte man auch drauf rumhauen können und wir hätten die gleiche Geschwindigkeit gehabt. So, mach auf das Ding. Ich bin gespannt, was da drin ist. Okay. Wir probieren es noch einmal. Wir haben schon viel weiter geknackt gehabt. Boah, meine ganzen Lockpicks sind kaputt. Jetzt aber. Marr. Also Panzerknacker werde ich nicht. Ach komm jetzt hier. Wie viel haben wir noch? 28. Mann, wie viele haben wir jetzt verballert für die zwei Tresore? 20? Den nächsten hau ich auf. Mann, wir sind am Ende. Komm, noch ein. Zwei. Ja. Wusste ich doch. Also für den Knüppel hat es sich gelohnt. Warte mal, können wir die darauf machen? Okay, dann hat er einen Zaun, wa? Das ist mit Schalldämpfer. Haha. Jetzt hört uns kein anderer Zombie mehr. Jetzt kommt bestimmt gleich ein Vogel, wa? Was? Ich bin enttäuscht. Wahrscheinlich, wenn ich meine Nase ins Nest stecke. Eine Dose. Also super, was man hier alles findet. Ich bin begeistert. Echt kein Vogel? Okay, dann halt kein Vogel. Ich hätte hier einen Vogel erwartet. Der uns hier direkt runterwirft. Waren wir da schon drin? Ach ja, das war ja da, wo ich gestorben bin, unten im Bunker, ne? Da will ich nie mehr rein. Nie mehr. So, gut, dann kommen wir wieder runter. Ich bin ein bisschen enttäuscht gerade von der Ausbeute hier. Das habe ich mir besser vorgestellt. Meine Schalldämpfer ist bestimmt cool, vor allem nachts. Dann hören uns nicht die ganzen Zombies. Sag ich mal. Aber jetzt so wirklich hat sich das Haus nicht gelohnt. Wo ist denn unser Moped? Ach, ich bin wieder erschöpft. Ich hätte nicht runterrennen sollen. Nee, Kaktus. Zu spät gesehen. Passiert. Tut mir ja nicht weh. Ach ja. Was gibt's denn hier? Hier sind noch Bären und so, wa?
Dann pflücken wir mal ein paar. Eins, zwei, drei. Hier, das brauchen wir nicht pflücken. Haben wir genug in der Wüste hier. Da ist wahrscheinlich Klebeband drin, was ich gebraucht habe. Nee. Was schreist du denn so? Ey! Na ja, ein Bierchen, okay. Noch jemand? Ich meine, ich wollte zu meinem Moped, aber wenn ich hier angegriffen werde, dann muss ich mich verteidigen, ne? Ah, irgendjemand ist hier, ne? So, die machen netterweise auf. Dann können wir schon mal hier irgendwo gucken. Zwei Gläser, ne? Super. Ihr seid ja immer noch nicht weiter. Da unten ist aber irgendwo einer, oder? Ach da, wo kommt die her? Ach, ich mach den Sound jetzt von der Waffe aber echt gut. Oh, die haben wir schon mal weg. Na komm, ich helfe. Ah, ausgerechnet jetzt so schneller. Natürlich. Da will man helfen und freundlich sein, wisst ihr, und dann kommt der gleich an, rennt und haut einen hier weg. Eine Schiene. Hm. Jemand hier? Nö. Hier jemand? Auch nicht. Ja, gut, dass wir eine Schiene bauen mussten, ne? Und jetzt haben wir eine gefunden. Da steht einer. Wo klopft denn der andere? Hört sich gerade an, als ob das oben ist. Gut, noch hat sie Spaß. Oh, sind auch wieder mehrere, wa? Es sind schon wieder mehrere unterwegs hier. Und ganz schön kräftig. Die hauen da richtig zu. Na komm. Jemand, der rennen will? Oh, dann haben wir die schon mal weg. Gibt's hier denn was Schönes? Ein Tresor. Ey, ich hau den jetzt auf. Wahrscheinlich fallen sie mir jetzt von oben auf den Kopf. Irgendwas passiert bestimmt. Oh, drei Schüsse daneben. Oh. Ich bin begeistert. Also ganz ehrlich, ich bin begeistert. Nun machen wir mal schon wieder ein paar Sachen klein, wa? Unser Platz ist ja nun auch schon wieder begrenzt hier. Komm, weg damit. Und die Schiene binden wir nochmal rum, wa? Doppelt hält besser. So, zur Not können wir auch einen Knochenwechsel machen. Ach, nicht fallen lassen. Nicht fallen lassen, Mann. Okay, während so viele geile Sachen in den anderen Tresoren war, war der nur hier völlig überflüssig. Haben wir da hochgesprungen? Nee. Doch. Na, ich hatte es doch gerade. Nicht doppelt springen. Jetzt. Nur halte ich da auch fest, Mann. Oh, ein Buch. Weiß nicht, ob wir das schon kannten, aber wir lesen es trotzdem nochmal, wa? Kann ja nicht schaden. Gut, ansonsten war das hier auch nicht gerade das, was ich mir vorgestellt habe.
Gut, können wir wieder runter, wa? Immer ein paar Zombies umgehauen. Wie sieht es denn hier mit punktemäßig aus? Punktemäßig hätten wir einen. X-Skill ja nicht. Ist ja gut. Ist ja gut. X-Skill ja nicht. Wir haben auf jeden Fall noch einen Tresor. Den müssen wir aufmachen. Und die wissen ja nicht, wo die Schüsse kommen. Okay, wir gehen mal draußen gucken, wa? Kommt mal, da kommen ja noch ein paar. Ach Gottchen. Also öfter kann man nicht daneben schießen, oder? Kann man auch öfter daneben schießen? Ich bin mir nicht sicher. Junge, Junge, Junge. So, der Tresor, den haben wir ja nicht angekickt hier, wa? Nö. Ich bin durstig. Dann trinken wir was, wa? Könnten auch noch was essen. Einfach nur, damit wir Platz haben. Da läuft ja noch jemand. Ich gehe lieber noch mal gucken, bevor uns die in den Rücken fallen, ne? Ach, naja. Du hättest mir ja auch nichts getan, wa? Ah, die Punkte sind ja wichtig. Die brauchen wir. Ganz wichtige Punkte. So, jetzt knacken wir hier aber. Ist jetzt richtig voran hier. Ach ja, ich hasse, dass es so lange dauert immer. Ich hatte mir von diesen Schlösserknacken fast mehr versprochen. Müssen wir mal kurz Luft schnappen, wa? Wir haben auch nur Kaffee in Pulverform dabei, ne? Nichts gekochtet, ne? Schade. Und ein Bierchen macht, glaube ich, nicht fit, wa? So, ist denn wenigstens was Spannendes da drin? Das ist ja hier die Frage, ne? Bis auf dich. Dich bräuchten wir auch nicht. Wir haben eigentlich ein richtig geiles Gewehr. Aber was bist du denn schon wieder? Maschinenpistole. Okay, wir finden richtig gute Waffen, ne? Die brauchen wir auf jeden Fall nicht. Den Hammer können wir auch zerlegen eigentlich. Den Schraubenschlüssel nehmen wir mal lieber mit. Aber hatte ich nicht gesagt, wir haben noch so viel Zeit? Jetzt ist es schon wieder 19 Uhr. Mann, wie die Zeit verrennt hier. Wir wollten uns doch hier alles angucken. Ist die Zeit hier schon vorbei wieder? Ah, schon wieder überladen. Hat es weggeflogen. Dann schmeißen wir lieber was anderes weg. Federn nutzen wir eigentlich gar nicht mehr. Aber Kunststoff werden wir bestimmt mal gebrauchen können. Na? Hier bringe ich die Sachen erstmal weg, wa? Jetzt im Moped. Ich hoffe, ich hatte den Kofferraum ausgeladen. Ja, habe ich. Sehr gut. So, das werden wir nicht stacken können. Das kriegen wir bestimmt nicht. Das auch nicht, das auch nicht. Kann auch erstmal weg, weg, weg. Weg. Die Sachen können auch erstmal weg. Ich glaube nicht, dass uns jetzt gleich noch ein Reh oder sowas über den Weg läuft. Schrott steckt eigentlich, wa? Das nehmen wir mal mit. Geld können wir auch erstmal hier rein schmeißen. Das auch. Bier auch. Die würde ich klein machen. Die nehmen wir mal mit. Ansonsten Antibiotika werden wir auch nicht gerade finden, wa? Und Eisen auch nicht. Brauchen wir auch gerade nicht und das auch nicht. So,
Dann haben wir auf jeden Fall Platz in der Tasche. Und dann gucken wir uns nochmal das Häuschen hier an, wa? Sieht doch auch interessant aus. Schön wäre, wenn wir jetzt was finden würden, um die Wachen wieder zu reparieren. Die gingen ganz schön schnell kaputt. Toll. Achso, wir mussten die Dosen ja für irgendwas sammeln, ne? Wenn ich mich recht erinnere, irgendwo waren die Büchsen jetzt wichtig gewesen, ne? Hat da jemand was zerhauen oder bin ich da fast eingebrochen wieder? Ach, ich mag das, wenn die sich festbacken, die Viecher. Ist nur so kaputt hier irgendwo. Da komme ich auch nicht lang. Dahinter nichts, nein. Also da unten macht man nervös. Wo haut denn die gegen? Kriegt die Tür nicht auf? Ich habe jetzt gerade keine Hacke bei, Mensch. Aber ich helfe. Warte. So, den Rest machst du jetzt mal. Dass du wieder so eine ganz schnelle bist hier. Ups, im Popo. Keller? Okay. So, mal ganz höflich ankloppen hier. Wo rennt er hin? So. Jetzt haben wir die erstmal hier unten weg, wa? Sehen wir mal ganz gemütlich hier oben drin. So. Müssen nur aufpassen, die könnten demnächst rennen, ne? Also alle. Erstmal gucken, wa? Da steckt sich doch bestimmt noch einer drin. Nein. Okay. Ist ja schwach, wa? Aber auch das, was wir finden, ist schwach. Hallo. Ah, gut. Der kann ja nicht mehr kommen, wa? Den geht's nicht so gut. Du, hier bin ich. Was immer das ist, ich will das jetzt nicht begegnen. Das hört sich nicht gut an. Das ist doch bestimmt ein ganz böser Fregel. Der will mir doch bestimmt Aua machen oder so. Was nu? Kaktus. Nee, nee, das wollen wir nicht. Doll Aua mag ich nicht. Lecken. Nicht, dass wir mit dem Moped in den Kakteen landen, denn. Oh, hier können wir mal reingucken. War nicht spannend. So, dann werden wir mal unsere Basis erstmal weiter betonieren, wa? Ich finde den Plan gut. Wir könnten hier ein bisschen Nitrat mitnehmen, aber das ist Blei, wa? Ist das Blei? Ja, das sieht ganz nach Blei aus. Ja. Nitrat hätte ich jetzt mitgenommen, aber Blei brauchen wir nicht. Wir haben auch Nitrat noch unterm Haus, ne? Dürfen wir nicht vergessen. Da war noch eine ganze Ader mit. Wir haben schon wieder Durst. Warum haben wir denn heute so oft Durst? Hatten wir doch sonst nicht mehr. Taschen. Wir hatten doch sonst nicht mehr so viel Durst, oder?
Jetzt ist ja eine Kuhle gefallen. Ah. Das ist ja ärgerlich. Jetzt brauche ich nur noch zubuddeln. Na, kommst du da raus? Jetzt haut der Sand. Ja, mach mal dran, erhöht. Was machst du denn da? Macht da nicht alle kaputt? Jetzt lande ich da noch mit dem Moped drin. Ihr kennt mich. So, wir kümmern uns jetzt auf jeden Fall erstmal um Beton. Oh ja, haben wir eine ganze Menge. Finde ich gut. Könnten ja oben mal gucken. Zement müsste ja auch weitergelaufen sein, wa? Achso, was trinken könnten wir auch mal wieder. Und soweit ich weiß, hatten wir hier auch Kühlungstee, wa? Ah, haben wir nur einen. Den können wir die nicht nehmen. Aber wir können auch was wegschnabulieren hier. So, mal was gesundes essen. Kühlt der? Stamina. Was war denn für Kühle, das war das Zeug hier, wa? Der goldene Tee war mal gegen Krankheiten. Ich weiß ja nicht, wofür der jetzt noch ist. Keine Ahnung. Die ändern ja hier alles. Hab ich hier echt alles rausgenommen? Gut. Hier ist das Holz einfach nur alle, wa? Dann können wir wieder Zement machen, wa? Ja, oh. 14, 17, okay. Reicht nicht, aber kann erstmal angebrannt werden, wa? Und dann müssen wir da oben noch ein paar Steinchen reinschmeißen. Wir haben ja hier noch welche, schmeißen wir gleich oben welche rein. Ich würde sagen, lassen wir mal die Hälfte noch hier, wa? Und die andere Hälfte schmeißen wir oben rein. Wir haben kein Holz, dann holen wir uns noch Holz. Wir haben generell sehr wenig Holz, ne? Kann ich schon was loswerden hier? Nee, das kommt woanders hin. Lappen können wir loswerden, die Dinger können wir loswerden. Ansonsten nichts, wa? Ansonsten hatten wir den anderen Dreck hier drin, wa? Blei ist wieder leer, gut. Oh. Wir könnten fast ein bisschen Eisen einschmelzen, wa? Davon haben wir echt genug. Komm, nehmen wir mal ein Stack mit. Können wir oben einschmelzen. Ja, toll. Gut, dass du da nochmal gesprungen bist. War wichtig. Ein wichtiger Hopsala war das. So, so. Wie viel Eisen haben wir hier drin? Gar nicht so viel, ne? Schmeißen wir alle drin. So, dann brauchen wir unsere Nagelpistole. Die haben wir hier. Gut. Okay, den Rest können wir erstmal einfach behalten. Dafür brauchen wir noch Cobblestone, okay. Weil wir müssen die Fläche auf jeden Fall aufwerten, weil die haben sich ja hier durchgegraben, ne? Fangen wir erstmal hier oben an zu reparieren. Lass meine Mauer in Ruhe. Immer müssen die an meine Mauer gehen. Die ist doch kaputt. Die muss wieder aufgewertet werden. Die muss bebaut werden hier. Lasst meine schöne Mauer in Ruhe. Ja, Stahl haben wir leider nicht. Oder viel zu wenig. Wir brauchten noch diesen Cobblestone, wa? Ja. Hier ist ja auch noch alles kaputt. Die haben alle kaputt gemacht. Ich hasse die noch jetzt. Ah, da ist ja noch Beton. Nehmen wir mit. Alles ruhig. Ich hoffe nicht, dass ich, wenn ich jetzt hier runtergehe, dass ich gleich wieder angegriffen werde. So, die Lage könnten wir eigentlich auch gleich mal verstärken. Wir müssten ja genug Beton haben, um wenigstens einmal rumzukommen. Hoffe ich.
Ich weiß es nicht. Na. Das ist auf jeden Fall nochmal ein bisschen stabiler. Und die brechen vielleicht nicht gleich durch. Boah, haben die kaputt gemacht hier alle. Ich hasse die. War alles so schön aufgewertet, ja. Bin ein bisschen traurig. Man gibt sich hier so eine Mühe, weißt du, und die kommen einfach vorbei und machen alle kaputt. So geht auf jeden Fall unser Beton sehr schnell zur Neige. Hab ich so das Gefühl. So, hier hatten sie auch ganz schön geackert. Weil wir in der Mitte oft waren, ne? Haben sie sich natürlich da versucht durchzuhauen. So, alles schön wieder zuspachteln hier. So. Wie sieht's hier aus? Auch alle kaputt gemacht. Aber die Seite hat hier besser gehalten als die andere. Also es ist ganz gut, wenn man das verstärkt, dann müsste man sich darum wahrscheinlich nicht mehr so Gedanken machen, wa? Obwohl, die Zombies werden ja auch immer stärker und es werden ja auch immer mehr. Wir sollten da oben noch aufwerten, oder? Wie viel Beton haben wir noch? 1000er. Also zumindest die Seiten hier, wo sie reinflutschen können, ne? Achso, da ist ja auch alle kaputt. Warte mal, das machen wir erstmal ganz hier, ne? So. Hat ja gehalten. Hier waren sie nicht dran, ey. Hier waren sie natürlich dran an der Ecke, ne? Nein, wollte ich nicht, scheiße. Kann das Spiel nicht nachfragen, ob ich den Stein wirklich aufwerten will. Gut. Sind ja immer noch kaputt. Bin doch hier gerade durchgegangen, oder? Na gut, dann möchte ich auf jeden Fall die Wege hier aufwerten. Im Beton. So, die Sachen auch. Und wahrscheinlich müssten wir dann auch sehen, dass der Holzboden auch Beton wird, weil ich glaube, die hauen das auch weg, oder? So, das Gleiche machen wir auf der anderen Seite schon mal. Oder warte mal, wir machen hier unten auf jeden Fall noch. Wo ist die Tür da? So, das ist gut, wa? Fünfer breites. Okay, erstmal. Das Gleiche machen wir auf der anderen Seite. Ist da auch noch alle kaputt? Habe ich das übersehen? Oder verfällt das gerade hier? Na gut, jetzt habe ich hier ein bisschen mehr. Ist auch nicht weiter schlimm. So. Problem ist natürlich, wenn die sich da runterbuddeln. Da unten ist alles Sand. Das könnte ein Riesenproblem werden, ne? Das könnte echt noch ein Riesenproblem werden. Ich meine, man soll ja den Teufel nicht an die Wand malen, aber... Oh, au. Oh. Wo ist denn eigentlich unsere Axt geblieben? Hier. Wenn ich das jetzt kaputt mache, fliegt mir die Tür um die Ohren? Nein. Dann machen wir da nämlich auch schon mal Steine drin. So, dann haben wir die Seite und die Seite erstmal gleich. Ja, und dann können wir den Boden noch aufwerten. Hier ist natürlich immer noch Sand drunter, ne? Was wahrscheinlich ein Riesenrisiko ist. So, wir haben es auf jeden Fall erstmal aufgewertet. Ist ja schon mal ein Anfang, wa? So, was haben wir noch bei hier? Leere Gläser. Das haben wir noch bei... Da ist gar nichts mehr drin. Wir brauchen unbedingt Steine und Eisen da drin. Ne? So, dann hätten wir hier eine Hülse. Ein bisschen Munition.
Und ich sehe, wir sollten langsam auch wieder Patronen bauen, ne? Wenn ich so oft daneben schieße, könnte es sein, dass wir irgendwann nichts mehr haben. Ach so, das Ei haben wir noch. Das kann da unten rein. Haben wir sonst noch was, was hier reinkommt? Nee, ne? Außer in unserem Moped. Dann holen wir mal die Sachen aus dem Moped. Und, ah nee, warte mal, das Ei wollte ich noch hier lassen. Zack. Die Federn sind doch bestimmt auch oben, oder? Habe ich die nicht oben? Oder habe ich die noch unten drin? Habe ich unten drin? Federn sind mir wahrscheinlich nichts wert. Ich weiß nicht. So, wo war denn unsere Munitionskiste hier? Da haben wir Federn. Ah, Federn, ich weiß nicht. Brauchen wir die mitnehmen, wa? Davon haben wir echt genug. Also wirklich genug. So, das kann erstmal hier noch rinnen. Benzin kann da rein. Gut, dann können wir noch das Geld schnell wegpacken. Und die Steine. Und dann gucken wir mal, was wir noch im Moped zu liegen haben. Nur erstmal über den frischen Beton latschen. Oha. Daneben. Ach komm. Hat noch so eine Schreckschraube? Ui! Da hebt die mir aber auch noch ein Ding mit, wa? Ja, also das Ding ist nicht sicher hier. Absolut nicht. Wir müssen sehen, dass wir auf jeden Fall den Graben tiefer kriegen. Was ist denn hier los, Alter? So, der ist erstmal weg. Du musstest jetzt auch weg sein und du auch. Was, du warst noch nicht weg? Entschuldigung. Habe ich gedacht. Kommt auch noch so ein Müll da an, wisst ihr? Und drei Kreischerinnen. Super. Und keine Antwort mitgebracht. Und jetzt bin ich raus. Was wollten wir machen zum Moped? Irgendjemand haut hier noch irgendwo gegen. So, die wollte ich auch mal wieder unten hinpacken. Weil wenn wir andauernd angefallen werden, dann ist es ziemlich schwierig, wenn wir keine Verbände haben, wa? Und dann plötzlich bluten. Ja, und wir müssen auf jeden Fall hier tiefer. Die kommen hoch. Wie ich es vermutet habe. So, Tür zu. Macht, was ihr wollt da draußen. So, was haben wir denn hier? Hier hatten wir das. Ne, die Federn haben wir woanders. Leder und Knochen können hier drin, war Papier hatten wir definitiv hier drin, das wahrscheinlich auch. Den Rest nicht. Geld haben wir hier. Wir haben auf jeden Fall immer mehr Geld. So, warte mal, da ist noch Kleber, den können wir auch hier lassen. Ansonsten sehe ich jetzt erstmal nichts. So, für hier haben wir ein paar Bärchen. Bisschen Fleisch. Fleisch haben wir echt genug. Wir brauchen nie mehr jagen gehen. Fett habe ich auch hier drin, ne? Bier habe ich definitiv hier drin. Antibiotika kann da rein. Und wenn ich überlege, am Anfang hatten wir so eine Probleme, Antibiotika zu bekommen. Und jetzt schwimmen wir da drin. Upala. Weiß nicht, die ersten drei Folgen bin ich nur mit da rumgelaufen, um Antibiotika zu bekommen. Toll. So, Tee kommt da oben hin.
Kaffee kommt unten rein und dann wenn wir mal hier, nee, da kommen die Waffen rein, ne? Nein, da. Die ist schon mal nicht schlecht. Die sollten wir uns vielleicht auch gleich mal reparieren. Eine Einserschrotflinte haben wir sonst noch da. Gut, an Waffen, alles was unter 3 ist, im Grunde unter 4 brauchen wir nicht mehr mitnehmen. So, wir hatten hier noch eine Maschinenpistole, davon hatten wir auch schon ein paar. Vor allem das Ding, aber das verbraucht ja so viel Munition. Nein, bitte nicht. Ach, Scheiß hier. Dass mir immer so was passiert, ja. Oh, wunderschön sortieren hier mal wieder. Das macht Spaß. Leuchtschwertchen haben wir ja auch noch, ne? Nee, so, wa? Mehr Shotguns haben wir nicht. Also Waffen haben wir genug. Ich glaube, mit Waffen müssen wir nicht sparen. Davon würde ich noch eine bessere gerne finden wollen. Machen wir mal so. Hier haben wir noch eine Donnerbüchse. Die könnte eigentlich weggeschmissen werden. So, habe ich noch eine Waffe, die ich nicht brauche jetzt. Der Hammer. Ansonsten nicht, wa? So, richtige Taste bitte. Danke. Dann das noch hier rein. Das schmeißen wir auch erstmal hier rein. So. Dann haben wir noch das davon ein bisschen und davon ein bisschen. Und der Rest kommt unten irgendwo rein, ne? Oh. Ich sehe auf jeden Fall einen Steinritt. Gehen wir mal wieder runter. Und schon wieder Durst, ey. Der säuft sich hier echt einen weg. Nimm mit, trinken wir unterwegs mal ein bisschen was. So, Kaffee. Die Federn kommen hier vorne rein. Eisen auch. Und dann bin ich ja schon wieder glücklich, wa? Haben wir alle draus aus der Tasche. Ne, nicht ganz. Wir haben hier noch den Schlüssel. Den brauchen wir auch nicht bei haben. Wir haben ja den guten bei, ne? So, dann schmeißen wir die Glasflaschen doch noch hier drin. Trinkt noch einen Schluck. Können wir die andere auch noch reinschmeißen. Erzählt uns sonst nämlich sowieso gleich wieder. Er hat Durst. Und dann sollten wir ein bisschen Holz besorgen, ne? Überlege, ob wir die Kettensäge nehmen, aber die ist zu laut, wa? So, reparieren wir erstmal hier unsere Waffe. Und wir brauchen eigentlich Steine, wa? Eigentlich brauchen wir Steine. Gehen wir einfach noch welche holen. Wir haben es ja gleich 4. Die Nacht ist vorbei. Weil ich will ja das ganze Haus dann noch aus Beton machen. Und da ist es natürlich besser, wenn wir dann wirklich auch zusehen, dass wir hintereinander Beton haben. Weil die nächste Horde steht ja auch bald vor der Tür. Und ich glaube, die wird noch härter als die letzte. Und was ich bisher mich wundere, ist, dass wir das immer draußen überlebt haben, die Horde. Also wir haben uns ja nie in einer Basis versteckt, ne? Wir sind ja immer durch die Gegend gerannt. Wundert mich, dass wir das so gut überlebt haben alles. Sieht irgendwie aus wie Sand gerade. Oh, tank mal nach. Sieht aus wie Sand hier gerade. Und wir kriegen Stein raus. Gut. Sieht auch anders aus. Kriegen wir auch Steine raus. Okay. Sieht fast aus wie Asphalt hier gerade.
Sag mal, mit den Schreierinnen könnte es echt mal ein Problem geben, wa? Wenn jetzt immer so viele kommen. Vor allem nachts dann auch noch. Bin ich schon echt gemein. Muss ich mal echt sagen, ja. So, dann können wir auf jeden Fall gleich ein paar Steine einschmelzen. Holz müssen wir natürlich noch besorgen, ne? Sonst kriegen wir den Ofen nicht an. Wenn wir mal einfach mal gucken, wie das da oben so läuft. Wir könnten ja schon mal... Ja, was machen wir mit den Kisten, die wir da im Lager unten zu liegen haben? Die sind im Grunde sehr gefährlich da, ne? Ich meine, die wertvollen Sachen haben wir mittlerweile alle oben, aber gerade unsere Bausachen, die stehen da unten drin, ne? Die müssen wir vielleicht auch irgendwo noch hinpacken, wo sie sicher sind. Ansonsten kann das mal tierisch schief gehen, glaube ich. Wenn die sich da durchgekloppt haben, dann fliegt unser Lager auseinander. Kein Sprit mehr. Ja, Steine haben wir. Naja, fast 6000. Mit dem Bohrer geht das eigentlich jetzt angenehm. Weiß nicht, ob wir mit der Hacke mehr rauskriegen würden, aber so ist das ganz schön. Kommt man gut voran. Nur wir finden keine Ressourcen hier unten, ne? Das ist ein bisschen doof. Oh, gleich haben wir ihn noch. Ja, wir müssen unbedingt sehen, dass wir diesen Becher da bekommen, ne? Dass wir Stahl herstellen können. Wir holen uns jetzt erstmal Holz und dann gucken wir mal, was für das Auto fehlt. Wir brauchten irgendwas ganz Spezielles dafür. Ich weiß nicht mehr was, aber irgendwas braucht man. Oh, irgendein Zombie da? Nee. Friedlich und ruhig. So, wie es sein muss. Oh, dann nehmen wir uns mal hier die Reihe vor. Ach, keine Energie wieder. Schön ist ja, dass es mit unseren Werkzeugen mittlerweile recht schnell geht, die Bäume umzukloppen. Das ist ja das einzige Schöne. Der dauert jetzt länger, ne? Stimmt, weil uns gerade warm geworden ist oder so. Ich kann es mir nicht anders vorstellen, warum das jetzt länger dauert gerade. Der geht wieder recht schnell. Ist das andere oder dickere Bäume? Egal, Hauptsache wir kommen zu Holz. Müssen wir nur gleich wieder anpflanzen, ne, damit wir... damit uns das Holz nicht aussieht hier. So, ein, zwei Bäume nehmen wir noch mit, wa? Und dann muss das reichen erstmal. Wir wollen ja nur so machen, dass unser Grill da weiterläuft. Ah, komm, den nehmen wir da noch und dann haben wir genug. Tausender. Was will man denn mehr? Gut, dann pflanzen wir natürlich die Bäume gleich wieder ein, Mann. Auf dass unser Wald hier wieder lebe.
Wir sind ja hier ökologisch, Naturschutz und so. Wir pflanzen einen Baum gegen die Zombie-Apokalypse. So, bloß nicht zu dicht an unserem Haus wieder, ne? Sonst haben wir die ganzen Äste da und sehen die Zombies nicht. Und das wollen wir ja nicht, ne? Oh, hier hinten können wir noch ein paar Bepflanzungen tätigen, wa? Ich bin ja froh, dass die Bäume auch in der Wüste wachsen. Normalerweise sollten ja nicht allzu viele Bäume hier wachsen, wa? So, gut. Was Spannendes drin? Also wenn ich jetzt die Dose nicht hätte, ich wäre echt traurig, wa? Haben wir schon lange nicht mehr in die Tüten hier geguckt, wa? Es hat sich jetzt auch nicht so gelohnt unbedingt. Wenn ich da mal ehrlich sein soll. Na gut, wir gehen erstmal oben Steine grillen. Türen kann ich ja auflassen mittlerweile. Die Zombies sollten da nicht reinkommen. Zumindest nicht allzu einfach. So, hier können wir ja wieder so einschmelzen, wa? Guck mal, der will eigentlich auch noch. Naja, das ist ein bisschen viel Holz. So, das reicht ja. Hier kriegen wir dann auch noch Zement raus. Lassen wir laufen. Hier hatten wir noch ein bisschen Munition gemacht, okay. Ah, Hülsen fehlen uns. Wir bräuchten ein paar Hülsen. Daran hakt es hier also. Wo haben wir denn die Hülsen? Die kannst du mal rausjagen, genau. Oh, hier können wir noch ein paar Steine reinmachen. Und ich würde sagen, wir machen das auch so um die 100 Minuten, wa? Wäre anders wahrscheinlich einfacher gegangen, als jetzt hier 100 Mal zu klicken. Aber so. So ist gut. Okay, das haben wir. Ja, Hülsen haben wir auch oben nicht mehr, ne? Das ist das, was fehlt. Und langsam geht uns auch das Schwarzpulver aus. Wir müssten wieder sehen, dass wir Nitrate bekommen, ne? Und Kohle. Bisschen Kohle müssten wir irgendwo haben, aber wo haben wir die hingeschmissen? Haben wir die Kohle schon verarbeitet? Bin mir nicht sicher. Aber wenn ich mir das so angucke, wäre es eigentlich nicht schlecht, wenn wir uns wirklich Nitrat besorgen, wa? Ich schmeiß die mal da kurz rein und den Bohrer auch. Zack, so. Die Axt sollten wir mitnehmen. Für unterwegs ist schon nicht schlecht. Das Messer auch. Wo sind unsere Verbände? Da, okay. Wir sollten Kohle und Nitrat suchen. Die Frage ist nur, wo finden wir die ganzen Sachen? Wir können ja mal da hinfahren. Auch eine Gegend, wo wir noch nicht waren. Wo finden wir Kohle? Kohle ist bisher das Schwierigste. Kann man das auch selber herstellen, Kohle vielleicht? Also Ölschiefer finden wir überall. Nitrat ist auch immer schwierig zu finden, finde ich. Weil wir haben ja ein bisschen gefunden. Vor einer ganzen Weile, aber nie wirklich so, dass man sagen kann, oh, wir haben Überfluss. Und Kohle ist ein richtiges Problem. Ah, das sieht da aus wie Nitrat, wa? Oder? Ne, ist Blei. Das ist Blei.
Kann ich da hochgefahren? Ja. Wo führt denn diese Straße hin? Ah, super. Genau hier hin? Krass. Wäre natürlich schön, wenn sich mal jemand mit 7 Days hier auskennt, der mir sagen könnte, wo man Nitrat und Kohle wirklich gut abbauen könnte. Also worauf ich achten müsste. Da haben wir Nitrat. Die Waffe macht einen geilen Sound, oder? Eine Cola-Ader wäre mal cool. Aber dafür müsste man den verbrannten Streifen, ne? Und den kenne ich hier noch ja nicht. Also das ist meine Vermutung, dass es da vielleicht einfacher wäre, Kohle zu bekommen. Wissen tue ich es auch nicht. Ja komm, wir trinken ja einen Schluck. Ist ja gut. Bevor du mir hier verdurstest. Ah, da haben wir Sand, wa? Können wir ja natürlich auch mitnehmen, ne? So viel Sandvorrat haben wir auch nicht mehr. So, vielleicht noch eins tiefer. Dass wir hier bequem rauskommen, wenn was ist. Ja, Nitrat ist einfacher als Kohle. Oder war da hinten in diesem Bergwerk noch Kohle drin? Ah, da hatten wir letztes Mal alles rausgeholt, oder? Ah, ich weiß das nicht mehr. Könnte ja doch ein bisschen mehr Nitrat sein, ne? Aber wir kriegen hier nichts weiter raus. So, scheint alle zu sein, ne? Oder ist da noch Nitrat? Ist noch Nitrat. Jetzt sitze ich im Loch fest. So, wie viel haben wir? 1300. Ist ja schon mal eine Ansage. Aber draußen heult ein Wolf, wa? Gehen wir mal lieber raus. Weil mir hier ein Wolf rumfliegt. Wo ist denn der? Irgendwo habe ich ihn gehört. Das ist ein Zombie, okay. Aber wo ist denn der Wolf? Jetzt muss der hopsen. Ah, wieder nicht nachgeladen. Der hätte aber treffen müssen. So, getroffen. Nach dem 100. Mal. Da ist doch der Wolf irgendwo. Ich höre ihn doch. Ah, der muss zu weit weg sein, ich sehe ihn nicht. Na gut. Ich werde ihn jetzt nicht suchen. Vielleicht haben wir ja eh genug. Da brauche ich. Boah, kein Wolf suchen. So, gibt's was Interessantes? Überhaupt nicht. Ach, sowas von überhaupt nicht. Dachte, das lohnt sich jetzt voll, aber nee.
haben wir so einen Turm, dann der bringt gar nichts, da brauchen wir nie rauf. Hier machen wir so noch überhaupt nicht, wa? Komm. Dann besuchen wir die mal. Oh. Nee, da hole ich nicht hin. Das dauert mir zu lange. Oh, ich hasse diesen Vogel. Also es gibt ja kein Zombie, den ich mehr hasse als den. Und der scheint richtig, richtig gute Laune zu haben. Du rennst hoch? An dir ist ein Sportler verloren gegangen, was? Oh. Da kommst du. Ich hab dich gehört. Aber du hättest weiterleben können. Von dir wollte ich nicht. Aber er hat es ja nicht anders gewollt, ne? Er hat's ja nicht anders gewollt. Bin ein bisschen überrascht, wie ruhig das gerade hier ist. Als ob die Zombies ja keinen Bock mehr auf mich haben. Sehr ruhig. Wir packen Geschirrspüler in ein Tuch rein. Was war das für ein Buch? Okay. Kennen wir noch nicht, aber gut. Puh. Machen die zusammen hier auf Klo? Sprach er nur. Gut, da gehen wir gleich rein. Erstmal gehen wir hier rein, Mann. Geschlossene Türen sind immer interessant. Den Sound. Hier wären wir einfach so reingekommen? Ernsthaft? Okay, waren reiche Leute, haben Pool. Hat ihnen aber nichts gebracht. Sind trotzdem alle tot. Da haben wir noch was. Nein, da nö. Ist da ein Polizist? Nee. Ah, warte mal, wenn ich hier weghaue? Obwohl, die gehen dann zur Kiste und machen mir die kaputt. Nee, nee, das machen wir nicht. Das machen wir mal nicht. Aber. Nein. Weg. Kann man ihn zerlegen? Wenn ja, was kommt denn da raus? Leben. Okay. Kick mal in der Show. Die haben hier einfach einen Schrank voll gemacht. Doch neuer. Ja? Und die muss rennen. Mehrere Rennviecher bei, wa? Guck mal einer Schau hier. Was wir hier schön gefunden haben.
Kleber haben sie produziert. Ach komm. Wir probieren es wieder mit dem Knacken, wa? Ja, das klappt wieder nicht. Das klappt wieder nicht. Ach komm. Warum hat denn das am Anfang so gut geklappt und jetzt kriegen wir überhaupt nicht mehr auf die Reihe? Schon wieder nicht? Ich glaube ja, unsere Dietriche sind alt geworden. Die brechen zu schnell ab. Die sind ein bisschen angerostet, wisst ihr? Ist am wenigsten was Schönes drin. Oh ja. Das ist schön. Die wollten wir ja besser haben. Haben wir gekriegt. Ach, nur hör doch mal auf. Kriegen ja mal bessere Waffen hier. Habe ich schon wieder nicht Bescheid gesagt? Ja, ich vergesse es immer. Aber schön, dass du trotzdem gemerkt hast, dass ich streame. Was passiert, wenn wir die zerlegen? Kommt irgendein Schraub raus? Gut, dann lassen wir die erstmal ganz. Die Hose brauchen wir, glaube ich, auch nicht, oder? Ne, wir haben eine bessere. Können wir die wegnehmen? Und Waffen werden auch immer besser. Na siehst du, brauche ich gar nicht Bescheid sagen, dann siehst, merkst du es ja trotzdem. Und was sagst du, Hertha? Dass wir uns 2-0 verspielt haben? Wieder Weltklasse, wa? So, dann können wir mal hochgehen. Ja, ich habe gesehen, dass du Wrestling gespielt hast oder so, ne? Hör auf zu rennen, sowas mag ich nicht. Ja, war echt schwach nach der Führung. Ach, das von Luke Bacchio, das Tor war doch nicht schlecht. War doch richtig schön rausgespielt. Ja, die haben verpasst, nach vorne zu spielen. Die sind dann wieder hinten, haben sich reingestellen lassen. Und haben nur noch ängstlich gespielt. Das war so ein Problem. Was die Herrschaft mal wieder hatten. Okay, Entschuldigung. Armbrot fällt heute aus. Wo ist denn dein Kopf? Na. Oh. Haben sie was nach oben gebaut, ja? Dann gehen wir mal nach oben gucken. Was gibt's denn hier? Also, heilige Scheiße. Auch noch so ein schneller Rocker, ey. Irgendwo war hier ein Koffer, genau. Hat sich ja gelohnt hier, die Trapez-Aktion. Wo kommen wir hin? Da waren wir gerade drin, okay. Dann können wir wieder runter. Dafür, dass hier so eine Aktion gerade war,
Hätte hier ruhig irgendwas Schönes sein können. Da ist nichts weiter hinter. So, die Dinger wollten wir ja mitnehmen eigentlich, weil die Steine produzieren wir ja die ganze Zeit und überall liegen sie rum. So, in der Garage waren wir, dann kommen wir weiter. Nein, in dem Bunker ist das erste Mal und das einzige Mal, wo ich gestorben bin bisher. Leider. Erinnere mich doch nicht an so eine Sache, weißt du? Wie böse bist du? Kommst du in den Stream rein und erinnerst mich hier an Sachen? An die ich ja nicht mehr denke. Habe ich schon abgehakt, die Dinger. Ach, warte mal, die machen wir klein und spart wieder ein bisschen Platz. Nee, Tabletten behalten wir. Ah, Sprit kann mal weg. Ja, also wenn ich heute wieder sterbe, ja, dann hast du Streamverbot hier. Dann liegt es wirklich an dir. Was haben wir denn hier? City Fire. Kenne ich nicht, die Feuerwehr, also gucken wir mal rein, wa? Wer weiß, was uns da Tolles erwartet. Die Dinger konnten wir mal mitnehmen. Für irgendwas Tolles braucht man die. Hallo? Ich habe ein Feuer zu melden. Keiner da, wie immer. Ein Rocker in der Feuerwehr, na klar. Da kommt irgendwas von hinten, oder? Nee. Hör auf zu rennen, sowas mag kein Mensch, Mann. Warte, gleich nach. Bleib liegen. Danke. Die Fahne, die so eine Geräusche macht, wa? Ja, dann haben sie sich ängstlich hinten reingestellt und vergessen mitzuspielen. Also alles wie immer. Aber ich sag mal, sie haben schon besser gespielt als sonst. Und Kraft, der hat da ja ein paar Dinger rausgeholt, wa? Absolute Weltklasse. War da noch ein Buch? Ja. Mann, wir finden jetzt hier Alkohol en gros. Ein Kaffee. Ja, ich kann heute nicht über Kraft meckern. Also der hat echt gut gespielt. Aus Versehen. Was haben wir denn da schon wieder für ein Buch? Wieder ein Schalldämpfer. Müssen wir dann aber auch bauen, wa? So, ich dachte, dass wir bei der Feuerwehr ein bisschen Ausrüstung bekommen oder so. Oh, hier schreit ja alles. Was sind denn hier für Leute bei der Feuerwehr? Gut, eine Krankenschwester kann ich verstehen. Mann, hopst mich nicht an, ich mag dich nicht. Du bist tot, ne? Gut. Ja, Arztkoffer können wir schon bauen. Dies hat gar nichts gebracht. Gibt es denn hier wenigstens noch was? Eine Suppe. Na ja, komm, dann machen wir die hier. Nehmen wir die auseinander, da kriegen wir noch ein paar Federn. Da läuft doch irgendjemand. Gut, der haut von draußen gegen, okay.
werden wir mal einen Hinterhalt machen, wa? Hallo? Huch. Also schießen ist halt nicht mein Ding. Na, sag mal. So, hast du davon? Natürlich, die brauchen die Betten ja nicht mehr, ne? Und ich kann daraus bestimmt ganz tolle Sachen bauen. So, da war ich dran, oder? Nee. Hat sich gelohnt, zwei Dosen. Was war denn das für ein Geräusch? Achso, du wieder. Bestimmt der Feuerwehrchef hier. Man braucht nur das richtige Werkzeug, dann kann man alles ganz schnell zerlegen, du. Da komme ich nicht mehr hoch, wa? Nee. Müssen wir nochmal hochlaufen. Aber die Tasche wollte ich nicht liegen lassen. Auch wenn es nichts gebracht hat. So, dann können wir mal was essen. Wie sieht's denn? Oh, wir haben richtig Hunger. Wir haben ja richtig Kohldampf. Da kriegen wir doch bestimmt hier noch eine Suppe drin, wa? Und einen Thunfisch. Schmeckt bestimmt zusammen alles super. So. Das können wir schon mal zerlegen hier. Das auch. Brauchen wir auch nicht. Die anderen Sachen lassen wir erstmal. Gut, dann wieder hoch. Oder waren wir hier unten? Wir waren hier unten noch nicht, ne? Ah. Wir da eben stand heimlich, wisst ihr? Und jetzt. Oh, oh, die rennen. Warte, ich lad nach. Warte, ich lad nach, habe ich gesagt. Sag mal, könnt ihr nicht hören. Da war noch ein Rocker, oder? Sag mal, willst du jetzt mal sterben? Ja, da ist noch einer sauer. Draußen ist einer. Oder? Nee, der ist unten. Was ist denn der? Ah, da unten. Komm doch hoch. Angsthase. Na komm, wo bist du? Ich hab dich doch gesehen, brauchst dich nicht verstecken. Wer da unten Angst hat. Der lebt immer noch, ne? So, dann haben wir die Rocker schon mal weg. Ich behalte mal kurz die AK in der Hand. Nicht, dass da noch was rennend ankommt. Ah, sieht aber jetzt frei aus. Hab schon 200 davon gebaut, ey. Oh, das ist ja super unnütz. Hat sich ja voll gelohnt hier unten. Ich bin begeistert. Da oben, da waren wir gut. Dann haben wir die Feuerwehr fertig. Nicht so länger ich lebe, umso mehr Tage ins Land ziehen. Umso mehr rennen, umso stärker werden die Zombies, umso schneller werden sie.
Wird immer perverser. Kann man das auch auseinanderbauen? Kann man, aber das dauert. So, 16 Uhr. Ein Häuschen könnten wir noch, wa? Was ist denn das? Kriegen wir hier vielleicht ein paar Werkzeuge oder so? Also erstmal kriegen wir hier ein paar Steine. Und Beton. Nehmen wir auch mit. So, dann gucken wir mal hier rein. Vielleicht haben sie noch ein paar Baumaterialien oder so. Mal sehen. Hallo? So, die haben wir schon mal weg. Umso mehr können rennen, ja. Und es werden halt immer stärkere Zombies. Gibt ja noch diese Verseuchten. Und was gibt es noch? Die Feral-Zombies hatte ich jetzt schon ein paar. Also es wird immer bekloppter. Um das mal auf gut Deutsch zu sagen. So, da haben wir alles. Und das sieht aus, als ob es da drunter was gäbe. Nein. Feral-Zombies mit leuchtenden Augen, ja. Und es gibt auch nochmal diese super starken Zombies. Sind dann so eine komische Viecher. So, noch 3-4 Baustellen und wir haben unser Material wieder voll. Oh. Na, mag jemand rennen? Ja. So, bleib tot. Ja, ich hoffe nur nicht, dass sie gerade dieses Wochenende gewinnen. Aber langsam muss Hertha auch mal wieder richtig punkten, wa? Sonst kommen wir da ja nicht mehr ran. Eine Horde. Kommt ja wie gerufen. Was, hinter mir hoch? Ach, der war ja voll daneben. So, kommt mal alle mit. Da habe ich jemanden getroffen, den ich gar nicht treffen wollte. Oh. Loot. Na, der hätte aber treffen müssen. Ja, wahrscheinlich, weil du gegen Union dann auf Leicht spielst, wa? Ein bisschen Taschengeld haben wir bekommen, ist ja auch schön. Oh. Hallo. Toll.
Wieder ein paar Meter. Ich hab sie schon gesehen, mein Süßer. Ja, und dabei spielt Union so gut, wa? Müssen sie mal ändern bei FIFA. Müssen mal ein Update reinhauen. Aber ich sag mal, rechnerisch ist ja möglich, dass Hertha auch noch Meister wird, ne? Also man muss ja nicht zu negativ denken, ne? So, können wir was zerlegen? Komm, die Dosen können wir auch bauen, wenn wir sie bräuchten. Die ganze Rückrunde ist noch Zeit, ja. Mann, wie viele Zombies sind denn hier? Ach, der Dicke rennt auch mal wieder. Ihr meintet aber wieder sehr gut hier, wa? Eine Batterie, die sollte man mitnehmen. Auch wenn die nicht so gut ist, aber die nehmen wir mal mit. So, haben wir noch was, was wir clean machen können? Die Axt zum Beispiel, aber die nehmen wir mal lieber mit. So was haben wir noch nicht zu Hause. Dich können wir noch klein machen. Pinsel haben wir genug zu Hause eigentlich. Weg. Schraube ich lieber die Autos aneinander. Wir brauchen Benzin. Nee, habe ich nicht gesehen, aber Glückwunsch. Schön, dass du endlich was gefunden hast. Du, bei Twitter krieg ich kaum noch irgendwie Nachrichten oder so. Ich krieg das alles nicht mit. Ich hab keine Ahnung. Oder ich bin zu selten bei Twitter und das wird mir dann nicht angezeigt, weil es schon zu alt ist. Keine Ahnung. Aber finde ich schön, dass du endlich angenommen wurdest. Hast du endlich mal Glück gehabt, ja? Meine hat ja auch lange genug gedauert, wa? Wie oft du dich beworben hast. Auf Steam kriegst du mit, ja, das stimmt. Ja, dann musst du nur die Probezeit bestehen, wa? Ich weiß nicht, wie lange ist die? 3 Monate? 6 Monate? Und das ist ein Vollvertrag oder nur befristet? Ach, dann schraub mal schneller hier. So viel ist an so einem Bus nicht dran, ne? Ja, hoffe ich, dass wir dann wirklich einen Anschluss für dich finden, wenn der nur befristet ist.
Aber immerhin hast du endlich was. Na, ich muss mal was trinken. Jetzt trinken wir einen Kaffee, wa? Dann haben wir mehr Stamina. So, haben wir noch was zu essen bei? Nee. Mann, so viele Autos, wie ich hier gerade wegnehme, könnte ich auch unter die Autoschlosser gehen, wa? Ist der Nachteil. Nicht nur vom Kaffee trinken, dass man da mehr Stamina hat, man muss auch öfter pinkeln, genau. Oh, noch eine Batterie. Mal sehen, ob die gut ist. Ah, die ist besser als die andere, die wir gefunden haben. So, die können wir schon mal zerlegen. Die Dinger auch. Ich auch. Was haben wir noch? Den Rest behalten wir mal. Wie spät haben wir es? Na. Gut, mittlerweile ist das ja im Grunde fast egal, weil die rennen ja tagsüber genauso. Macht ja fast keinen Unterschied mehr. Hallo? Haben die sich hier zusammengebastelt? Juhu, eine Hose. Muss ich loswerden. Jemand auf Klo? Hallo? Kein Geheimgang. Ups. Ups. Okay, keine Zombies hier? Wundert mich gerade ein bisschen. Ich finde es gerade ziemlich ruhig hier. Heißt nichts Gutes. Vor allem der Fluchtweg ist ziemlich beschissen. Aua! Warte, gleich nach. Alter, wie eilig können die das denn haben zu sterben? Oh. Warte, gleich nach. Mann, wir haben noch keine Nacht, ey. Ja, komm, ist das ziemlich ruhig gewesen, oder? Und plötzlich kommen die da angerannt. Oh, ich habe kaum noch Munition, ey. Hallo? Oh, wie groß ist denn das Haus hier? Du bist da gerade gespawnt. Du Schummler, du. Hier sind Verseuchte. Der ist noch lieb, noch.
Warte. Danke. Du bist ein Schatz. Es gibt wenig Effektives gegen Zombies. Naja, du kannst ja deine Basis da aufbauen und sowas alles, ne? Aber waffentechnisch gibt es da nicht viel Effektiveres. Ich mache eine Fliege. Ich mache eine Fliege. Ich habe kaum noch Munition. Wir haben weiten Nachhauseweg. Und ich trinke erstmal einen Schluck Wasser. Weil sich hinter den Bildern manchmal Sachen verstecken, die man sonst nicht mitnehmen kann. Also so Geheimverstecke sind da dahinter. Wo ist mein Moped? Da. Warum kann ich schon wieder nicht rennen? Ah, die hat Spaß, die soll da mal weiter kloppen. Wo haben wir denn mein Moped da? Ach so, weil ich Hunger habe, war kann ich nicht mehr rennen. So, ab nach Hause. Wir sind eh voll. War da eine Straße über dem Berg? Ja, ne? Sieht zumindest so aus. Jemand hier? Nee. Ah, hier war ich dran. Da nicht. Komisch. Da hinten fliegt ein Geier, da hopst irgendwas. Ich habe da gerade einen Schatten gesehen. Der Schatten ist hier von dem Geier da? Okay. So, aber ich sollte lieber fahren. Ich habe Hunger, ich kann nicht wegrennen, also sollte ich lieber sehen, dass ich auf dem Moped bleibe. Ist, glaube ich, sicherer. Als jetzt hier abends noch irgendwas zu looten. Hoffe, zu Hause ist wenigstens ruhig. Nicht, dass sich da auch wieder eine Horde gesammelt hat. Ist der Wald schon nachgewachsen? Ne, wahr sind nicht die neuen Bäume. Oder? Ne, da stehen sie. Sind noch nicht gewachsen. Wo rennt hier irgendjemand rum? Nein, im Moment nicht. Vielleicht haben wir ja mal eine Nacht wieder ruhig hier. Hatten wir ja schon lange nicht mehr. Waffe reparieren, wa? Fangen wir erstmal damit an. Waffe reparieren und dann schmeißen wir erstmal alles weg, was wir nicht brauchen.
Nein, du nicht hier rein. Zement haben wir hier nicht drin. Gut. Die dann auch nicht. Die kommen hier auch da gar nicht rein. Ein paar Lampen, ein paar Batterien. Noch irgendwas für Fahrräder und so? Nee, wa? Zumindest nicht, was ich jetzt gerade sehe. So, das kommt hier rein, das da, so, so, so. Und du da rein. Und der Rest kommt wieder woanders rein. Ich muss unbedingt mal alles anders sortieren. So, wir müssten was essen, wa? Bevor uns hier wieder der Magen sonst wo hängt. So, das steigt schon mal und dann könnten wir schon mal ein paar Sachen wieder rausschmeißen. Kistenkinder essen, ja. So ungefähr. So, das kann raus. Hier können wir wieder ein paar Tabletten rausschmeißen. So viel brauchen wir nicht mitnehmen. Ansonsten ist alles gut, wa? Hatten wir hier noch Dosen drin? Haben wir drin. Denn noch eins höher. Ein paar Hülsen. Und die könnten wir eigentlich mitnehmen, weil wir hatten ja, glaube ich, hier Hülsen gemacht, wa? Ja. Passiert gar nichts mehr, dann können wir den kurz mal ausschalten. Wie sieht's hier aus? Gut, der brennt noch schön weiter. Boah, ernsthaft? Warte mal, gehen wir nochmal hoch. So, weg. Bei uns der wieder von oben attackiert. Autschi. So, ein paar Patronen. Was könnten wir denn zurzeit gebrauchen? Beides, wa? Okay, uns geht echt langsam die Munition aus. Wir brauchen Kügelchen. Geschossspitzen. Oh, da kriegen wir ein paar raus. Oh, mach mal. Dann können wir auch gleich mal Blei wieder ein. Messing einschmelzen, weil. Das ist schon wieder alle. So, Eisen kann auch gleich eingeschmolzen werden. Gut. Lauf mal ohne mich weiter. Ist mir zu laut. So, dann noch eine Kleinigkeit essen. Naja, im Grunde zweites Spiel und wieder nichts gebracht, wa? Kann man auch so sehen. Langsam muss er wirklich mal zünden, wa? Ah gut, ich sag mal, gegen Frankfurt kannst du auch verlieren. Kann man mal machen. Na, der hopst wieder nicht ab. Aber schöner wäre natürlich gewesen, wenn wir gewonnen hätten. Aber das tun wir ja leider nicht mehr irgendwie. So, schön satt essen. Sprit kann da rein. Eisen haben wir wieder. Ein bisschen. Hm.
Lappen. Ich suche immer noch unser ganzes. Unsere Kohle. Die habe ich doch noch nicht verballert, oder? Nee, guck mal hier. Da könnten wir nämlich gleich nochmal Schwarzpulver machen. Hier haben wir noch Motoren, sehe ich gerade. Wo waren die Klamottenkiste? Hier. Ja, bloß gegen Dortmund hätten sie auch gewinnen können und gegen Frankfurt eigentlich auch, ne? Haben sich nur zu dämlich angestellt wieder. Also sie hätten nicht verlieren müssen. So, die Pistole ist zwar besser als die, die wir hier haben, aber die habe ich schon aufgemotzt. Ich habe jetzt keine Lust, die umzubauen. Deswegen schmeiße ich die jetzt erstmal hier rein. Die ist sehr schön, dass wir da eine bessere gefunden haben, aber uns geht schon so die Munition aus. Ich weiß gar nicht, wie man die benutzen kann. Wenn eine andere die Munition ausgeht. Oder ich muss mal besser schießen. Kann natürlich auch daran liegen. Taschenlampe können wir auch hier lassen. Auch eine Kiste voller Müll. Braucht kein Mensch. So, dann machen wir mal Schwarzpulver ein bisschen. Schießpulver. Ist auch nicht viel. Uns fehlt Kohle. Wir brauchen viel, viel mehr Kohle. So, erstmal wieder richtig schön satt essen. Ich habe schon eine Mine zum Buddeln, ja. Problem ist, dass da ganz wenig Ressourcen nur drin sind. Nein, dahin. Wir könnten aber mal kurz was trinken, sonst sagt er uns, er hatte wieder Durst. So. Ja, und wir müssten im Grunde noch mehr essen, ne? So, langsam kommen wir dem nah, was wir brauchen. Spiritus kann hier noch hin. Haben wir hier noch so ein Modul. Passt sie hier überhaupt noch hin? Ja. Werden wir bestimmt irgendwann mal gebrauchen können. Irgendwann mal. Verbände haben wir noch ein paar. Und dann haben wir noch Werkzeuge. Wo hatten wir Werkzeuge drin? Hier. So, dann haben wir noch ein bisschen Garn. Waffenreparaturkits können auch hier rein. Kann schon mal raus wieder. Wo hatte ich denn die Pfeil und Bogen da? Ach, guck mal. Nee, ist Ölschiefer. Können wir da oben vielleicht Kohle irgendwie herstellen? Nee. Können wir hier dran Kohle herstellen? Wahrscheinlich auch nicht, ne? Doof. Wo kriege ich Kohle her? Ne, Kohle in der Mine gar nicht. Blei und Eisen habe ich da drin. Ist zwar schön, aber mir fehlt meistens Kohle und Nitrat, um Patronen herzustellen. Wie man sieht, meine Munition ist schon sehr dezimiert hier.
So, dann würde ich aber noch große Munition machen, wa? Aber auch noch 8 Patronen. Was fehlt uns? Was fehlt denn? Geschossspitzen. Die hatten wir doch. Laufen da durch. Haben wir alles. So, dann hätten wir davon auch wieder 104. Auch erstmal gut. Die können wir dann mal hier reinpacken. So. Heute kein Zombie unterwegs nachts. Finde ich auch mal schön. Wo fahren wir hin? Wir könnten hier unten mal hinfahren. Einfach mal Hausbesuche machen, wa? Gucken, was andere so schön haben. Oh! Wo bist du denn? Ah, die rennt zu uns. Naja, lass er rennen. Da ist ja keiner. Das sieht auch interessant aus. Wo ist denn der Eingang hier? Oh, hier waren wir schon. Na gut, dann brauchen wir hier nicht hingehen. Dann nehmen wir das Haus. Das sieht auch interessant aus. Na, Prez, der bleibt noch ewig. Wir sollen den rausschmeißen. Jetzt, wo er einen Star-Trainer geholt hat. Und alle, die gewinnt. Am Ende noch Meister wird. Alter, springt der da raus. Der hat sie ja nicht mehr alle. Warum soll das denn mit Cleancy schief gehen? Oh, jetzt ist er sauer, jetzt ist er sauer. Warte mal, ich nehme nur ein Tablettchen. Moment. Ich hab gerade irgendwas abgekriegt. Ja, so ein Rocker, die stehen alle im Schrank. Die sind zu hart für Sofa und Betten. Ich müsste langsam mal ein bisschen Munition sparen, wa? Oder wir müssten mal viel Munition finden. Wäre auch nicht schlecht. Kommt schon wieder einer?
Mach da die Tür auf. Und gleich rennst du. Ah. Oh, Kaffer. Sehr gut. Oh, Munition. Wunderbar. Und deswegen mache ich die Bilder kaputt, weil dahinter immer was sein kann. Wenn man Glück hat. Mann, viel Essen hier. Kommt mir ja genau gelegen. Ich habe eine Axt bei, aber die ist nicht, die macht nicht so viel Schaden. Faustkampf ist besser. Huch. So, langsam müssten wir dann mal satt sein. Natürlich gegen die schnellen Zombies ist Faustkampf nicht so gut. Da steht ja doch einer. Der war eben gar nicht da drinne. Ja, ich mache mit den Fäusten viel mehr Schaden als mit der Axt. Wie Buck Spencer und Terence Hill zusammen, du. Und wo ist eine Schlange? Schlange tot, ja. Er hat sich dünn gemacht dabei. Er passt da schon rein. So, satt bin ich. Nicht! Ach! Oh, da haut die Axt nochmal zu und ich konnte nicht mitnehmen. Toll. So. Tablettis. Vielleicht brauchen wir nicht, vielleicht habe ich genug zu Hause. Wir müssten irgendwie hier rüber, wa? Was heißt du? Was heißt die Rarrar? Der hört sich nicht gesund an. Oh, ein Verbrannter. Krieg Kohle? Ich brauche ganz viel Kohle. Tresor. Ja, komm.
Mit den Dietrichen habe ich heute kein Glück. Hau ich sie lieber auf. Toll. Wie unnötig. Okay, das Haus war blöd. Wir gehen zum nächsten. Da ist eine Garage, da können wir ja mal reingucken. Auch kein Mensch mehr. Aber Beton. Und Steine. Und eine Leiter. Okay. Scheint ja manchmal gar nicht so schlecht zu sein, irgendwas wegzunehmen. Juhu! Ah, das ist wieder so eine Renntussi. Wie meine Munition immer weniger wird hier, ey. Haha, voll in den großen Zeh geschossen. So, aber irgendjemand spielt da oben noch, wa? Erstmal kurz hier hinten gucken. Naja, hier geht's auch raus. Eine sehr schnelle Frau. Kasse Leistungssport Zombies in by 7 Days. Oh, ein bisschen Kohle gefunden. So, haben wir den auch schon mal weg. So, kann ich mich jetzt unten mal umgucken. Ich hoffe, jetzt ist mal Ruhe ein bisschen. Ja, früher hast du die aus Felsen bekommen, heute nicht mehr. Aber das sieht hier so dunkel aus. Mal gucken. Nein. Keine Kohle hier unten. Doof. Wäre das so optimal, hier Kohle zu lagern, oder? Da hinten war nichts weiter, ne? Nee. Nehmen wir mit. Kann ja nicht schaden. Messer, 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 da ist unseres nicht besser.
Der wäre besser. Der Brustpanzer kann zerlegt werden, die Dosen auch schon mal. Können wir uns noch eine Suppe reinkippen? So, dann bauen wir das Ding hier mal um, wa? Wir haben hier Taschen drin. Wir haben hier die Knöpfe drin. Und wir haben hier sowas drin. Ja, und die Farbe ist im Grunde Schnutz. So, dann modifizieren wir das Ding, ne? Machen wir wieder die Taschen drin, die Knöpfe, den Lappen und schwarz. Sieht doch wunderbar aus. Was ist denn da unten los? Das hört sich ja gefährlich an. So, können wir das schon mal tragen und das können wir zerlegen. Tragen. Ja, müssen wir auch die Mods wieder rausnehmen. So. Kurz mal tragen, dann können wir das wieder modden. So. Dann ziehen wir die an und die können wir zerlegen. Ja, manchmal kann man ja reimen, ne? Die ist besser. Dann ziehen wir die an. So, das kann eigentlich auch zerlegt werden, aber da kriegen wir nur Müll raus. Das kann weg. Das kann weg. Was ist denn da draußen los? Das hört sich ja schlimm an. Halt mal! Tach. Hier bin ich. Oh, da kommen noch welche. Oh, Krankenschwestern verprügeln. Juhu. War das Stamina? Danke. So, kommt mal mit. Ich muss mich kurz ausruhen. Kommt mal ran hier. Genau. Ja, und immer voll auf die Nase. Oh. Sie ist jetzt böse. Sie ist sauer. Aua! So, jetzt hier aber kopflos. Aber. Stirbst du jetzt? Ist ja schlimm, wenn man keine Stamina mehr hat. Hätten ja auch mal einen Kaffee trinken können. So, drinnen waren wir aber noch nicht fertig, ne? Wir können noch in den ersten Stock. So, hier haben wir das Messer nicht mitgenommen, okay. Wir konnten außen rum gehen, wa? So, sind wir jetzt auf der anderen Seite gewesen? Ich glaube ja, ne? Ja. Dann gucken wir mal hier oben. Scheint keiner mehr zu sein. Ups. Aber überhaupt keiner mehr. Oh, der ist böse, der ist böse, der ist böse. Gut, dass hier keiner mehr ist. Au.
Da hat sich der Aufwand schon gelohnt. Das hier nicht? Gut. Huch, warum steht denn jetzt auf dem Sessel? War sehr wichtig, dass wir die Tür gerade aufgebrochen haben. Habe ich gemerkt. Oh. Noch jemand hier? Ah, ich hasse dich. Da bist du. Hauch dein Leben aus. Oh, hier oben jemand? Na klar. Hier noch jemand? Ladies. Mir geht echt die Munition aus, wa? Bist du denn? Hallo? Ach, da klemmst du. So, noch jemand hier? Nee. Lohnt sich das wahrscheinlich nicht. Eine Taschenlampe, geil. Dahinter ist sonst nichts, ne? Hat sich ja sowas von überhaupt nicht gelohnt hier. Da ist noch was drunter. Zwei Wasserflaschen. Ich bin begeistert. Ach ja. Ja, Zombies hätten wir hier oben ganz in Ruhe lassen können und hätten nichts verpasst. Aber überhaupt nichts. Und hier war aber irgendwo noch ein Bücherregal, oder? Halt, da ist was. Das nehmen wir noch mit. Oh. Machen, glaube ich, noch mehr Schaden als die Dinger, oder? Ja. Gut, dann müssen wir hier mal ein paar Mods rausschmeißen. So, was brauchen wir nicht? Das brauchen wir nicht. So, dann machen wir dich voll. Und dann haben wir doch viel mehr Spaß. Oh ja. Sieht doch viel besser aus. Aber nimmt viel von der Sicht weg, ne? Egal. Also sag mal, mir war so, als wenn ich hier noch irgendwo ein volles Regal gesehen habe, aber muss ich mich verguckt haben, oder? Hier? Nee. Gut, muss ich mich verguckt haben. So, wie kommen wir hier am besten wieder raus? Immer ein bisschen Muni, naja, aber sehr wenig Muni. Glaube, ich habe mehr Muni hier in dem Haus gelassen, als ich neu mitbekommen habe.
Brauch langsam eine andere Strategie. Hier waren wir gerade, ne? Die gehen oben. Ja, die ist oben, wa? Jetzt ist er rausgesprungen wahrscheinlich. Okay, Kappa, die Fundwort mal machen. Wo bist du denn? Ach, jetzt stehst du da, ja. Oh ja, die Dinger sind besser. So, Moped holen, Airdrop holen. Und hoffen, dass wir Glück haben. Vielleicht ist da ein bisschen Munition drin. Vielleicht haben wir ja Glück. Und der ist direkt bei mir zu Hause gelandet. Die wissen, dass ich Probleme habe mit Munition. Hauptsache, die haben was Schönes reingepackt. Ja, also ich möchte so einen Schlagring auch nicht abkriegen. Ja, für Zombies genau richtig. Da ist schon wieder eine Kreischerin bei mir zu Hause. Hätten sie ja ein bisschen weiter rüberwerfen können, wa? Viel zu weit weggeworfen. Hätte direkt bei mir auf dem Dach landen können. In den Plattenbauten war ich schon drin, ja. Das ist sinnlos. Juhu. Da hat sich voll gelohnt. Na gut, dass wir hierher gefahren sind. Nein, nein, ich bin voll happy. Also, wenn sich das nicht gelohnt hat. Ja. Glaube ich, seit langem der schlechteste Airdrop, den ich je bekommen habe. Also wirklich schlecht. Was machst du hier? Wo bist du drinnen? Die ist nicht in meinem Haus, oder? Naja, wo ist denn die? Doch, Ruhe. Affe tot. Da ist auch kaputt. Die muss hier drinnen gewesen sein, oder? Man sollte die Türen einfach zumachen, wenn man geht. Könnte manchmal wirklich besser sein.
Viel Müll, was ich mitbekommen habe. Also mit dem Loot bin ich ja überhaupt nicht zufrieden. Ja, bin ja Meisterschütze. Nur die anderen Zombies wissen das immer noch nicht so. Haben die noch nicht so mitbekommen. So, haben wir alles, wa? Was hier rinkommt, sieht dann aus. Kaffee. Dahin bitte. Trinken haben wir auch schon wieder genug. So, was grillst du hier gerade? Eisen und Blei. So. Können wir noch ein bisschen Munition anwerfen? Na, ich würde sagen, Pistolenmunition war. Die ist uns irgendwie ausgegangen unterwegs. So, das können wir schon mal wieder mitnehmen. Und ja, dann ist es auch schon wieder Ende mit Munition, wa? Es fehlt schon wieder das Schwarzpulver. Oder hatten wir unten noch genug? Nee, gar nichts haben wir. Ach, ist das schlecht. Die Hose hätten wir sonst wohin schmeißen können. Ach komm, die braucht kein Mensch. Schmeiß ich weg. Da hätten wir noch ein bisschen Schwarzpulver. Ups, haben wir hier oben noch was? Nee, ne? Warum habe ich jetzt ein Einzelgewehr mitgenommen? Hatte ich gesagt, nicht gesagt, alles unter 4 nehme ich nicht mehr mit. So, das Messer ist besser als unseres. Dann holen wir mal die Mod raus. Na, abschließen. Haben wir da noch was Besseres? Vielleicht können wir ja auch noch irgendwie eine Mod hier reinmachen. Warte mal. Bitte würde noch reingehen. Ja, die gefällt mir. Wenn ich das rausnehme und den. Ah, das geht nicht. Haben wir noch was, was Schaden macht? Nee, leider nicht. Macht der vielleicht noch Schaden? Einen kriegen wir hier bestimmt nicht drin, wa? Doch. Geht nicht, will nicht. Müsste ich den wahrscheinlich rausnehmen hier, wa? Den? Na gut, aber die anderen beiden machen mehr Schaden, glaube ich. Jetzt sieht viel besser aus. Kann ich die noch in die Axt reinpacken? Gut, dann haben wir da noch ein bisschen mehr Schwung drin. So, das Ungetüm kann hier mit drin. Messer lassen wir dann hier und ansonsten haben wir nichts weiter, wa?
Buch hatte ich, glaube ich, schon mal gelesen irgendwo, aber ich weiß nicht mehr. Die Dinger können weg. Braucht kein Mensch. Einen haben wir, der reicht. Ja, gut, Waffen auseinandernehmen habe ich jetzt keine Lust. Nur geh doch da runter, Mann. Und ich muss irgendwie eine Erfahrung bringen, wo man Kohle sammeln kann. Weil das ist ja nun echt das Problem mit der Kohle. Ich finde nicht genug Kohle. Kann man auch anders Schießpulver machen? Nee. Man braucht die Kohle. Wenn man wenigstens wie in Minecraft Holz verbrennen könnte oder so, das wäre voll cool. Achso, die wollte ich auch hier lassen. So, dann die Frames hier noch drin und dann habe ich noch Schrotflintenmunition. Dann noch eine Chilisuppe schnell reinhauen. Ein bisschen Wasser. Und dann würde ich sagen, mache ich für heute Schluss. Ist ja nur auch schon spät wieder. Ja, schön, dass du dabei warst, Shadow. Und ja, dann tschüss. Und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.